ihr Lieben. Jetzt kommt das dritte und das letzte Video. Übungen auf dem Boden. Als Physiotherapeutin kann ich euch nur noch mal sagen, wie wichtig ich Übungen auf dem Boden finde. Weil wir da auch ganz, ganz viele essentielle Sachen lernen können, die wir auch im Alltag brauchen. Und der Körper kann da super toll trainieren. Wichtig ist aber auch, nicht nur die Übungen auf dem Boden, sondern auch immer der Weg vom Stand auf den Boden oder vom Boden in den Stand. Jeder von euch hat da wahrscheinlich seine Methode, wie er am besten hoch und runter kommt. Und manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Aber übt das, das ist ganz wichtig. Denn wenn man mal fällt, muss man auch selbstständig wieder hochkommen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine der wichtigsten Regeln, die wir so haben. Dass man das trainiert und einfach beibehält. Und sonst auch als kleine Übung benutzt. Wirklich immer wieder, wie komme ich vom Stand auf den Boden und wieder zurück. Ich möchte jetzt hier unten direkt starten und mit euch ein paar Übungen auf dem Boden machen. Und wir starten im Vierfüßlerstand. Das heißt, Vierfüßlerstand. Ich habe ein Handtuch drunter gelegt. Manchmal ist es schöner noch mit dem Teppich. Aber so geht es jetzt auch erstmal. Im Vierfüßlerstand sind die Knie unter den Hüften und die Hände unter den Schultern. Ellenbogen nicht durchdrücken, sondern leicht anwinkeln. Hier kann man eine schöne Übung machen. Den rechten Arm unten durch den Bauch strecken, unten drunter. Und dann nach oben ziehen. Durchstrecken. Und nach oben. Und auch bei dem Video gilt natürlich wieder, jeder wiederholt die Übung so oft, wie er kann und macht sie natürlich auch in dem Tempo, wie er mag. Es gibt immer Variationen auch. Vielleicht kennt ihr das von euren eigenen Therapien. Gibt es Variationen. Auch den linken Arm unten durch. Der Kopf kann ruhig hinterher gucken. Und dann hoch. Das Ganze geht auch mit den Beinen natürlich. Knie ranziehen und das Bein strecken. Knie ranziehen, Bein strecken. Strecken und auch die andere Seite. Ich zeige euch die Übung nur ganz kurz erst einmal. Wenn ihr sie länger wiederholen wollt, drückt auf Stopp. Und dann könnt ihr sie auch öfter wiederholen als ich. In Kombination ist es eine wunderbare Übung auch. Das rechte Bein und der linke Ellenbogen treffen sich unterm Körper. Danach streckt ihr beides weit weg von euch und haltet sonst auch mal in der Position. Das ist nämlich auch super anstrengend. Treffen sich und strecken. Treffen und strecken. Genau. Und auch die andere Seite. Treffen, strecken und halten. Falls man mal quatschen möchte mit einem Partner, kann man das auch in Halteposition immer gut machen. Unten treffen und strecken, unten treffen und strecken. Pausen natürlich auch immer wieder einlegen, das ist gar nicht so schlecht. Und gerade in den Positionen ist es fürs Handgelenk schwierig. Ihr könnt entweder euch so abstützen, manchmal ist es so auch angenehmer auf die Fäuste. Und ansonsten geht das Ganze auch natürlich auf den Unterarm. Bei der nächsten Übung geht ihr wieder in den Vierfüßlerstand, stellt die Füße auf. Und versucht dann ganz leicht die Knie anzuheben und das Ganze einfach zu halten. Guckt am besten auf den Boden, dann ist die Halswirbelsäule schön gerade und haltet das einfach. Das Ganze geht natürlich auch hier unten, wenn die Handgelenke etwas entlastet werden sollen. Und wer sich traut, kann auch hier mal ein Bein strecken und auch ein Bein strecken. Ansonsten einfach nur halten. Dann wechseln wir die Position. Ich muss mal gucken, wie das hier so passt. Und gehen auf die Seite. Und entweder könnt ihr euch auf den Arm abstützen oder ihr legt euch hier einmal nach unten. Die Beine sind ruhig angewinkelt und das obere Bein streckt ihr. Und es geht hoch und runter, hoch und runter. Oder auch ranziehen, strecken, ranziehen, strecken. Und was ich in den Sportkursen total gerne mache, Fahrradfahren. Überlegt euch, wo ihr hinfahren wollt. Einfach schöne große Fahrradfahrbewegungen. Dann merkt ihr das gleich auf jeden Fall in der Muskulatur. Auch hier, ganz wichtig, bitte Seiten wechseln. Nicht vergessen. In Rückenlage.
anheben, das rechte Knie, die linke Hand kommt auf das Knie und jetzt drückt meine Hand gegen das Knie und das Knie gegen die Hand. Dadurch spanne ich meine schrägen Bauchmuskulatur an. Und wenn ich will, kann ich das so feste machen, bis mein Bauch zittert. Und das halte ich einfach ein paar Sekunden und dann kann ich die Seiten wechseln. Hier auch. Die Hand drückt Richtung Knie und das Knie gegen die Hand. Drücken, halten und wechseln. Drücken, halten und wechseln. Und wechseln. Und drücken und halten. Und Pause. Auch hier, schaut, wie lange ihr das halten könnt. Die schrägen Bauchmuskeln dürfen zittern. Wer mag, kann auch den Kopf so ein bisschen mit anheben, aber das muss auch gar nicht sein. Der kann auch liegen bleiben. Die letzte Übung, die es jetzt gibt, die kennt ihr wahrscheinlich alle, ist das Bridging. Das heißt, das Becken rollt nach oben und ihr bringt den Po hoch. Es geht wieder nach unten und es geht wieder nach oben. Hier kann man zwei Varianten nehmen. Entweder rollt man das Becken und die Wirbelsäule nach oben auf und auch wieder runter. Oder man macht das ganz gerade. Feste Wirbelsäule hoch und tief. Auch hier so oft wiederholen, wie ihr mögt, bis ihr vielleicht auch was spürt. Hier oben kann man auch halten. Das ist ja, wie gesagt, immer eine schöne Position. Mal auf der Stelle laufen. Oder mal ein Bein strecken, das andere Bein strecken. Immer wieder den Popo oben halten und der Rest des Körpers ist da ganz entspannt. Dann abrollen. Und ich würde mich dann verabschieden und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und könnt ein wenig Sport zu Hause machen. Das sind alles nur kleine Ideen. Aber wer so ein bisschen Sport schon macht, reicht ja oft so ein kleiner Denkanstoß, dass man selber was machen kann. Und ansonsten hoffe ich, dass bald die Zeiten sich wieder ändern und jeder seinen Sportaktivitäten nachgehen kann oder halt auch erstmal damit anfängt. Das ist ja auch immer ganz gut. Wir wünschen euch alles Gute, eure DHH-Jugend und bis dahin. Tschüss!